Ja, ich habe jetzt da so ein Backerl gekriegt, ich weiß jetzt auch nicht. Ah, da ist ein Brief dabei. Liebes Fräulein Froni, wir, Fritz und Elmar Wepper, möchten noch einmal den Sketch Himmelsspion aus der Serie Zwei Bayern im Weltall sehen. Wir spielten damals die Hauptrollen in diesem unserer Meinung nach besten Sketch der Welt. Wir waren auch beide als Schauspieler so unglaublich gut, dass uns jetzt noch die Tränen kommen. Hochachtungsvoll, Fritz und Elmar Wepper. Also das ist doch das Allerletzte. Jetzt wünschen sich die Schauspieler schon ihre eigenen Sketche. Kommt überhaupt nicht in Frage, ja? Ah. PS. Wenn Sie jetzt denken, kommt ja überhaupt nicht in Frage, so öffnen Sie das beiliegende Bierfläschchen, zischen es runter und denken Sie, eigentlich ganz nett, die beiden. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ganz nett, die beiden, oder? Ja, los, abfahren, Sketch neu, oder? Wir schreiben das Jahr 2012. Als letztes Abenteuer ist der Menschheit die Eroberung des Weltalls geblieben. Auch die bayerische Staatsregierung hatte sich entschlossen, an dieser geschichtsträchtigen Aufgabe teilzunehmen. Das Raumschiff Bavarian Shuffle One wurde in die unendlichen Weiten des Alls gesandt, um dort die bayerische Flagge zu hissen. An Bord Bernhard Peinteneder, der Commander, und sein Bruder Xaver Peinteneder, der sich mit der Position des stellvertretenden Commanders begnügen musste. Begleiten Sie nun zwei Bayern im Weltall, heute in Folge 189, der Himmelsspion. Mensch, Bernhard, schau dir mal die Fotos an von der neuen Kamera. Sagenhaft. Sagenhaft. Da schau mir, das sind die vier Seen, die Masten bei Holzkirchen. Du, da muss mein Haus drauf sein. Machen wir eine Vergrößerung von dem Platz zusammen. Moment, Commander. Gleich kommt die Vergrößerung von deiner Siedlung. Da. Also, Biene. Das ist ja mein Garten und mein Haus. Du, da spielen ja zwei Fangermadel in meinem Garten. Fangermandl? Ja. Das eine, das ist ja deine Frau. Ja. Und das andere, das ist der Kini, der Pauli. In deinem Garten. Mit meiner Frau. Fangermandl. Stoher Schaf. Ja, kaum bin ich eine Stunde von der Erde weg, spielt ich schon Fangermandl mit dem Kini, der Pauli. Aber was glaubst du, dass die in zwei, drei Stunden spielen? Ich brauche sofort eine Standleitung nach Holzkirchen. Hier, Raumflughafen Holzkirchen. Ferdl, du rufst jetzt sofort meine Frau an und legst den Hörer zum Mikrofon. Du spinnst zwar ein bisschen, hä? Fest einmal erst die neue Kamera zu Ende und dann macht's weiter. Wir bauen euch die beste Kamera von der Welt und ihr fotografiert sie dann krampft zusammen. Du stellst jetzt sofort die Verbindung her. 838. Langsam, langsam. 8, 3, 8. Ihr Peinteneder? Cool. Grüß dich, Regina. Ja, du bist das Mausel. Rufst du aus dem Weltall an? Der gebe ich gleich ein Mausel. Ich möchte dich fragen, was du jetzt gerade tust. Ja, ich habe jetzt deinen Start im Fernsehen angeschaut und dann habe ich eine Tasse Kaffee getrunken. Eine Tasse Kaffee hast du getrunken. Da schau her. Im Garten hast du Fangermann gespielt mit dem Kini, der Pauli. Jedenfalls vor 10 Minuten. Mir entgeht überhaupt nichts, merkt ihr das? Und ein Kini, der Pauli, schickst du jetzt heim. Und das eine sage ich dir. In einer Dreiviertelstunde sind wir wieder über Holzkirchen, dann schau ich wieder runter und wenn ich da noch sieg. Geh, Mausel, wenn er doch sowieso schon gehen wollt. Also, pfiat dich gut. Lass mir mal Ruhe. Du, Bernhard. Was denn noch? Kannst du von da drum durchs Dach auch schauen?